Du kennst das. Du wachst morgens auf und bist schwul. Mist! Jetzt fragst du dich natürlich, wie man sich als Schwuler bewegt, oder? Grazil wie eine Elfe. Du kannst jetzt natürlich schlecht aufstehen und einfach heterosexuell durch die Weltgeschichte laufen. Wo kämen wir denn dahin? Es soll der ganzen Männerwelt sagen, schau mich an! Und nicht deine Freundin. Unser Gay Walk ist unsere Visitenkarte. Im Bett liegen klingt vielleicht nach einer super tollen Option. Ist es aber nicht. Du möchtest an deinem ersten Schwultag doch nicht gleich einen schlechten Eindruck machen, oder nicht? Du musst den Gay Walk drauf haben. Die Welt ist dein Laufsteg. Girl. Tommy läuft mit allen Vieren mit dem Hintern nach oben einmal durchs Bild. Okay. Bei Germany's Next Topmodel lernen die Mädels ganz am Anfang zu Beginn jeder Staffel, wie man richtig läuft. Und Modelmama Heidi hat den Blick auf den Mädchen und schaut, ob sie es richtig machen. Lass mich deine Heidi sein. Keine Sorge, du musst jetzt nicht mit High Heels durch die Gegend laufen. Das lernen wir in einer anderen Lektion. Ich zeige dir quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Verstehst du? Schritt für Schritt? Wegen Laufen? Wegen... Wo gehst du hin? Ich fand den lustig. Action! Kannst du ein bisschen mehr wie ein Mädchen laufen? Okay. Abbruch, Abbruch! Ich kann so nicht arbeiten. Wir müssen härtere Geschütze auffahren. Ich brauche eine Lady Gaga CD und zwei Hugos. Heteros neigen komischerweise dazu, so zu gehen, als hätten sie richtig dicke Eier. Nicht nur sieht es total albern aus, es muss auch total unbequem sein. Wir wollen davon wegkommen. Dicke Eier stehen nämlich für Heterosexualität. Und wir sind nicht heterosexuell. Wir haben nämlich quasi gar keine Eier. Je breitbeiniger der Gang, desto mehr bist du ein Macho. Machos klingt wie Nacho. Gibt es eigentlich schwule Machos? Diese Gangart dürfte dir sicherlich bekannt vorkommen, oder nicht? Da denkt man doch, wow, was für ein krasser Hetero. Seine Freundin kann sich voll freuen, ihn zu haben. Oder sowas. Um den Gang abzurunden, kann man sich jetzt noch ganz casual in den Schritt fassen. Okay, das machen wir jetzt hier nicht. Der Heterogang ist in der schwulen Welt nicht gerne gesehen. Nahezu verpönt. Wir wollen davon wegkommen, so auszusehen, als wären wir Heteros. Die ganze Welt muss uns von vornherein erkennen. Wir sind die Schwulen. Pling. Newsflash. Diese Einmeldung kam gerade rein. Ein 20-jähriger Schwuler wurde von der Gay-Community verbannt, weil er sich weigerte, schwul zu laufen. Dies ist bei weitem kein Einzelfänomen. 2018 ist die Zahl der Schwulverweigerer auf einem Rekord hoch. Der erste Vorsitzende der Hochschwule Hamburg hat dazu ein schriftliches Statement veröffentlicht, in dem heißt es, nicht umsonst nennt man den Menschen Homo sapiens und nicht Hetero sapiens. Damit dir jetzt nicht das gleiche Schicksal blüht, greife ich dir sehr gerne in den Schritt, unter die Arme und bringe dir bei, wie man schwul läuft. Stell dir vor, du musst auf Toilette. Und dann versuchst du zu gehen. Quasi ist das schon der schwulen Gang. Mehr ist es gar nicht. Du siehst, schwul laufen ist richtig einfach. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Ich habe gemerkt, du musst auf Toilette. Aber du bist nicht auf der Flucht. Stell dir vor, du musst zwar dringend, aber du darfst nicht rennen, weil du bist in der Bibliothek oder irgendwie sowas. Oder in einem Konferenzraum. Du musst eilig, aber behutsam. Es ist leichter, wenn du beim Gehen die Beine leicht überschlägst. Wie so eine Katze. Also quasi so ein Catwalk, verstehst du? Oder du musst wirklich auf Toilette. Versuch, deine Blase zu füllen, soweit bis sie ganz voll ist, und dann gehst du. Dann ist es einfacher, schwul zu laufen. Ich zum Beispiel muss eigentlich schon die ganze Zeit auf Toilette. Seitdem ich mich geoutet habe, war ich kein einziges Mal mehr auf Toilette. Deswegen weine ich auch so oft. Nein, Spaß beiseite. Als könnte man von einer Gangart die Sexualität ablesen. Das wäre ja super albern. Perfekt, du musst jetzt nur noch ein klitzekleines bisschen mehr an deinem Gesichtsausdruck arbeiten. Man darf dir nicht ansehen, dass du auf Toilette musst. Du kennst das, wenn du vor so einem Dixie-Klo stehst und alle stehen in der Schlange und tanzen so ein bisschen vor sich hin und du denkst, das ist ein Club. Die meisten müssen davon vermutlich auf Toilette und sind gar nicht wirklich schwul. Deswegen stehe ich immer so lange an und komme nicht rein. Ich würde vorschlagen, du guckst jetzt noch ein paar andere Lektionen an und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Und ich würde sie wirklich angucken, weil ich frage am Ende ab. Wirklich. Und du möchtest von mir nicht abgefragt werden. Gute Nacht.